Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sehen hier auch diese Bäume, so schön animiert. Ne? Das ist echt schön. So, guck mal, sie hat Tannin dabei. Also Tannin wird wohl hart sein, gehe ich mal ganz stark davon aus. Wozu wir das brauchen, weiß ich noch nicht. Aber erstmal haben, ne? Lieber haben als hätten. Wir sammeln jetzt noch ein paar Punkte für Wissen. Damit wir dann die Werkzeuge herstellen können. Es wird auch schon wieder ein bisschen wärmer hier. Guck mal, 10 Grad, 9 Grad. Ja, das ist doch okay. Ich würde gerne nochmal jagen. Hier. Jagen. Tut mir leid, Pferdchens, aber wir brauchen euer Fleisch. Meine Jäger. Da sind meine Jäger. Geht nach wildes Pferd. Kommt da noch einer? Ach hier. Tarok. Der ist ja neu. Tarok? Sieht schon so aus wie so ein Tarok. Der Mann. Wird sich jetzt rausstellen. Ah, schön, durch die Büsche, da bist du getarnt. Da sehen die Pferde dich gar nicht. Das ist stark. Zack. Und zack. Jetzt schnell hinterher. Pferde sind schnell. Wurf! Ach, das kann ja wieder was werden. Wo will er noch hin? Ein Mammut. Eieiei, das ist aber eine Hetzjagd jetzt, du. Wo hast du hingeworfen? Ist direkt vor dir, das Vieh. Haben sie es jetzt erledigt? Jetzt haben sie es erledigt. Ja, wunderbar. Oh, es gibt eine Menge, du. Guck mal, das Bull. Stark. Habt ihr euch hier hingewagt? Welches Gebiet? Ach, schaut mal. So ein Riesenmammut ist auch noch mal dran. Aber ich trau mich da so nicht ganz. Entschuldigung, wenn ich die Musik gerade wieder abbreche, die schöne. Eins noch und dann reicht es erstmal wieder mit Jagen, dann haben wir ja auch genügend. Zu Ballo. Ja, aber Ballo will zum wilden Pferd und der will jetzt auch, Kogra will jetzt auch zum wilden Pferd. Kapazität für 12, Bevölkerung haben wir 11. Könnte man eigentlich noch mal zwei Häuschen mit hinbauen, ne? So. So, noch mal ein, zwei Häuschen können wir da noch mit hinbauen. Das können wir jetzt erstmal wieder runter machen. Ja, das ist doch Quatsch. Wenn wir eh keine Holzscheide haben. Aber Essen haben wir ja genug, ne? Ja, 13 Fisch, also 13 Fleisch, 13 Fisch, das ist ja, also sind wir super versorgt. Hier, was macht die Jagd? Sehe ich jetzt gar nicht. Wo sind die gerade am Jagen? Oder haben sie es schon erledigt? Mal beobachten. Hier. Ach, da hinten rennt. Liebes bisschen. Weil er
Der muss erstmal durchatmen hier, oder was? Ah, Ausdauer. Kaputt. Der Händler ist angekommen. Aha, schauen wir mal. Hallo Händler. Welcher von denen ist der Händler? Der hier. So, schauen wir mal. Der Händler, was hat er für Ware? Er hat ein Holzscheit. Naja, nehmen wir mal. Also, wir nehmen mal zwei. So, Stroh. Weiß ich nicht. Hülsenfrüchte ist ganz cool. Wir schauen das mal. Was ist ein Tannin? Handelswert 1. Okay. Die Haut brauchen wir selber. Holzsperr. Sperre. Guck mal. Mit Sperre und Holzharpude. Da kann man auf raushauen. Dann können wir uns hier ein bisschen... ja, alles nehmen. Da können wir ja nochmal Holzscheide nehmen. Da haben wir 5. Und noch ein bisschen von dem Stroh. Halt. Gut, nicht alles Stroh. So. Okay. Oho. Einen wunderbaren Handel haben wir gemacht. Dann können wir jetzt auch den, das Gerbeding bauen. Ist doch klasse. Haben die jetzt das Pferd zerlegt? Geht nach wildes Pferd. Immer noch nicht. Es trabt hier vor sich hin. Die Jungs bauen gerade noch ihre Ausdauer auf. Ja, gut. Korgor macht das schon. Aha. Ja, nice. Wunderbar. Es war ein weiter Weg, aber das schaffen die Jungs schon. Noch ein Zelt aufgebaut. Da sitzt K drin. K hab ich gerade rausgeschmissen. Tut mir leid, alte Frau. Ich wollte sie nicht raus. Sie können wieder reingehen. Tut mir leid. So, jetzt wird die Gerberei fertig gebaut. Das finde ich auch ganz toll. Kriegt noch Hilfe. Wenn es schneller geht. Aha. So, und jetzt können wir hier Leder herstellen. Leder 8, siehst du, da brauchen wir Tannin. Wie es schon geahnt hatte. Ressource ist hier erschöpft. Hier auch. Hier Tannin sammeln. Hier Tannen sammeln, so. Irgendwer geht dann schon los und holt's. Und wir können gleich mal ein paar anständige Werkzeuge sammeln. So. Lass mal kurz hier abbrechen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sperre haben wir denn jetzt? Sperre haben wir 8. Wärmestil. Guck mal. Die Tierhaut viel mehr Wärme, als wenn wir dann das Leder machen. Ne? Also ist das eigentlich totaler Quatsch mit der Gerberei, aber okay. Messer. Wie gesagt, Sperre. Sperre 4, Knochen, Sperre 4. Ah, okay. 4, 8. Wir brauchen noch. Wir haben 7 bei den Messern. Dann brauchen wir da noch. Ach nee, halt zurück. Wenn jetzt hier guck. 1, 2, 3. Feuersteinsperre. Wie geil ist das denn? 4. Feuersteinäxte. Da können wir schon mal ein paar mehr machen. Spiel wird gespeichert. Da brauchen wir mal so 5. Ja, das ist okay. Und
Feuerstein hacke. Abbau von Erzen oder Felsen, na geil, oh. Herrlich. So, ein Messer können wir noch machen. So, da ist die Produktion erstmal voll. Und wir können dann ab sofort anfangen, hier in der Nähe abzubauen, was ich sehr gut finde. Hier Megalith abbauen, hier können wir Stein abbauen, wir können Eisenerz abbauen. Jetzt geht's richtig los hier, Junge, Junge. Das im zweiten Sommer. Die Hülsenfrüchte müsste mal jemand irgendwie wegräumen, oder? Was baut er? Feuersteinspeer, ja auch, gut. Die Früchte werden langsam. Oh, er bringt hier einen Haufen Gelumbe mit. Aus mit Essen. Essen ist noch alles da, gut. Weil der ja gerade Hunger hat. Ach, Turen. Turen ist das. Turen hat Hunger. Das ist ja unsere junge Frau. Bosch. Was, Bosch? Ja, und hier, Feuerstein abbauen. Das ist ganz wichtig. Brauchen wir aber gerade noch nicht. Noch haben wir genug Feuerstein. Ich weiß nicht, was wir jetzt mit dem Megalith machen können. Da brauchen wir erst Megalithus. Ah, okay. Wir können auch mal noch einer jagen gehen. Ich glaube, Fische können wir jetzt erstmal das Gebiet wieder umändern, oder? Ja. Damit die nicht so weit rennen müssen. Entschuldigung. Du gehst jetzt das Rentier jagen, Tarok. Ja, du bist ein. Das ist unser Jäger. Unser Riesenjäger, der macht das wunderbar. Ich glaube. Bären! Eine Bärenbande! Boah, was denn hier? Freunde, es läuft einfach durchs Lager. Los! Schnappt es euch! Ja, ja, hat er gleich gehört. Nee, Nogor geht noch mit zum Rentier. Er geht zu mir. Imad, nicht er. Sie geht zum Bufflon. Das ist Quatsch, da können Sie sich umdrehen und können dem gleich meine geben. Der hat das schon mal erledigt. Ah ja, das muss er machen. Was trinken, das muss man ausnutzen. Das kriegt er aber. Also ebenfalls schnell genug. Hier ist nochmal Eisenerz, ne? Ja, nice! Guter Treffer. Guck mal, hier sind noch mehr. Interessant. Erstes Tier gejagt, Mufflon. Also wir haben zum ersten Mal Mufflon gejagt. Was? Die Pferde rammeln hier auch einfach so. Was ist denn hier gerade los? Die kommen alle wieder an. Das ist doch schön. Ja, kommt alle her. Wir brauchen Fleisch.
wie gesagt, Gerberei. Steinhaufen, da müssen wir auch mal bedenken, nicht, dass das dann zu viel, zu voll wird. Aber es geht eigentlich nicht mehr hier. Ja. Wir haben auch noch genug, das passt auch. Lang, noch mal 10. Wir haben schon wieder mal 3, ne? Wann kommen wir denn eigentlich ins nächste Zeitalter? Das ist die Frage. Ach so! Wenn du das ja erforscht hast. Dann kommst du in mesolithisches Zeitalter. Aber vorher noch eine Schleuderherstellung, das ist eigentlich gut. Auch zum Jagen. Ja, die Spiritualität, das ist halt so, ich weiß auch nicht. Das interessiert mich irgendwie gerade nicht. Obwohl es nicht viele sind, ist ja nur das, ne? Und das. Aber ich bin doch schon dafür, dass wir vorher noch die Schleuderherstellung erlernen. Bevor wir uns dann an die große Aufgabe. Ich glaube, der ist müde. Ja, der geht dann nachher mal ins Bettchen. Kannst auch erstmal was essen geben, bevor du hier schon wieder rohes Fleisch holen gehst. Sieht's mit Stöckenlager aus? Ah, hält sich in Grenzen, hier ist noch nicht mehr viel. Ah. Da wir ein paar Stöcker sammeln. Oder hier. Ach, auch hier ist alles voll. Machen wir erstmal dort. Übrigens. Oh, jetzt sehen wir zuerst mal, wie er gegerbt wird. Das interessiert mich jetzt auch mal. Das ist ja schon fast wie der Folgenausklang. Allerdings sehe ich nicht, was da gegerbt wird. Da ist nichts drauf. Und Durst hat's auch. Fein macht's es. So, die sammeln jetzt hier wunderbar die Steine, die ganzen das ganze Fleisch und die Knochen, die sind jetzt auch alle da. Haben wir hier schon alle? Nee, noch nicht alle. Abgeschlossen. Was brauchen wir denn eigentlich alles? Gemüse haben wir ja. Ah, okay. Was brauchen wir denn jetzt hier? Feuerstein und Stein, seht ihr? Das brauchen wir jetzt. Geht's los? Ja. Abbauen. Feuerstein. Ich weiß nicht, der Stein da so vor dem. Das sieht cool aus. Würde ich gern so behalten. Hier macht dann Stein abbauen. Bäume fällen. Bäume fällen ist ganz gut. Ich würde nämlich hier auch schon mal gerne ein bisschen Platz machen wollen. Aber das entscheiden wir dann in der nächsten Folge, ne? Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ja, mit so einer kleinen Blende ins Dörfchen. Also, bis dahin, euer Rosi. Ciao. Right now!